Wir führen fort das Kreuzverhör gegen Maya Fey. Im letzten Part habe ich ja gesagt, dass hier etwas nicht stimmen kann. Und hier gibt es die Antwort. Und zwar, es ist die Steinlaterne, denn die war am Mordabend nicht an. Einspruch! Es stand also ein Mann hinter deinem Angreifer? Ja? Der Mann, er ist der Mörder. Er erstach sie von hinten. Er ist derjenige, der Elise Dirksnim umgebracht hat. Auch bekannt als Missy Fey, deine Mutter. Der Mörder? Maya, du weißt, wer deine Mutter umgebracht hat, nicht wahr? Was soll das heißen, Herr Wright? Offen gesagt, Euer Ehren, denke ich, dass sie unter Schock steht und verwirrt ist. Deshalb hat sie das große Problem in ihrer Aussage nicht bemerkt. Wie? Was meinst du damit? Welches Problem? Maya, am Mordabend war die Steinlaterne außer Betrieb. Hä? Was? Das ist wahr. An jenem Abend brannte im Garten kein einziges Licht. Nein! Ruhe! Ruhe im Gerichtssaal! Herr Goddard, erklären Sie das! Ne, ich trinke lieber. Fügen Sie rein Milch der perfekten, klaren Dunkelheit des Kaffees zu und umrühren. Das ist der momentane Geisteszustand der Zeugin. Ein Becher Kaffee au Light? Kaffee au Light? Das kenne ich nicht. Ich kenne nur Kaffee Latte. Kaffee Ole, ist das Spanisch? Die Worte der Verteidigung sind die Milch und sie sind der Löffel, Euer Ehren. Ich bin ein Löffel? Ich bin kein lausiger Löffel, das sage ich Ihnen. Das muss auch Ihnen aufgefallen sein, Breit. Der geistige Zustand dieser Zeugin ist im Augenblick sehr instabil. Deshalb ist es leicht zu verstehen, warum sie einen so kleinen Fehler gemacht hat. Einspruch! Tut mir leid, aber so einfach ist das nicht. Was haben Sie gesagt? Wenn es in dem Garten wirklich kein Licht gab, dann steckt im letzten Teil der Zeugenaussage ein fataler Widerspruch. Nick? Darf ich? Erinnern Sie sich an die Aussage der Zeugin bezüglich ihres Angreifers. Sie sagte, sie wusste nicht, ob es ein Mann, eine Frau, ein Erwachsener oder ein Kind war. Und trotzdem, die Zeugin konnte eine Person erkennen, die hinter ihrem Angreifer stand. Und sie hat diese Person eindeutig als Mann beschrieben. Ah! Mit anderen Worten? Das würde bedeuten, dass Maya unsere mysteriöse Person in Wahrheit gesehen hat. Obwohl es so dunkel war, dass sie das Gesicht des Angreifers vor ihr nicht sehen konnte. Nein! Ruhe, Ruhe, Ruhe! Was um alles in der Welt soll das bedeuten, Herr Wright? Behaupten Sie etwa, Frau Fey hat den wahren Mörder in völliger Dunkelheit gesehen? Einspruch. Breit, wissen Sie, was Sie da sagen? Wie hätte sie in der Dunkelheit sehen können? Beim Tatort gab es keine weitere Lichtquelle. Einspruch! Es gibt einige Dinge, die man nur in der Dunkelheit sehen kann, Herr Goddard. Maya, du hast in der Dunkelheit gesehen, wer der Mörder gewesen ist. Und jetzt versuchst du ihn zu decken. Zu decken? Den Mann, der ihre Mutter umgebracht hat? Dafür gibt es nur eine Erklärung. Du kennst diesen Mann. Bitte, Nick. Ich weiß überhaupt nichts. Bitte, ich flehe dich an. Ha. Gute Rede, Breit. Aber jetzt werden wir sehen, ob sie auch Taten liefern können. Es war stockfinster. Was konnte die Zeugin also sehen? Ich möchte, dass sie Farbe bekennen. Nein, Nick, tu's nicht. Bitte, hör auf. Maya ist es todernst damit, diesen Typen zu schützen.
den Mann, der ihre lang verschollene Mutter umgebracht hat. Aber ich kann ihn nicht einfach so davonkommen lassen. Denn ich bin Benny Bunny Five, der Banner, und Phoenix Wright, der Anwalt. Ein Diener des Gerichts, der Gerechtigkeit. Ich muss die Wahrheit finden. Gut, Herr Wright. Zeit, dass Sie uns zeigen, was Sie wissen. Wer war diese Person, die Frau Fay laut Ihnen in der Dunkelheit gesehen hat? Und ich denke, es dürfte langsam kein Geheimnis mehr sein, dass es Godot war. Nimm das! Weil es stockdunkel war, konnte Frau Fay den Mördern leicht erkennen. Ich bin mir sicher, dass das Gericht das selbst gerne sehen möchte, nicht wahr? Was? Aber wie wollen Sie uns so etwas denn zeigen? Ganz einfach. Wir müssen nur die Bedingungen jener Nacht nachstellen. Bedingungen? Euer Ehren, die Verteidigung bittet offiziell darum, alle Lichter dieses Gerichtssaals auszuschalten. Das kann nicht sein! Ha! Alter! Disco-Kugel oder was? Was für eine nette Schlussfolgerung, Breit. Nun? Das ist der Mann, den Maya in der Mordnacht gesehen hat. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Staatsanwalt Godot, was soll das bedeuten? Sicherlich müssen Sie aufgrund dieser Anschuldigung geschockt sein. Warum schreiten Sie es nicht ab? Ha. Euer Ehren, da fragen Sie die falsche Person. Was soll das heißen? Wenn Sie eine Frage haben, fragen Sie den Zeugen. Das ist einer meiner Regeln. Nun, Maya, was sagst du? Was du in jeder Nacht gesehen hast? Waren das drei leuchtende rote Lichter? Nun, Zeugen, beantworten Sie die Frage. Da irrst du dich. Das habe ich nicht gesehen. Maya! Ich dachte, dass die Person, die meine Mutter erstochen hat, ein Mann gewesen ist. Aber aus einem ganz anderen Grund. Was? Zeugen, Herr Wright, das Einspruch. Hören Sie mit dem Geschwätz auf, euer Ehren. Geschwätz? Wenn es die Frage wert ist, fragt man den Zeugen. Das ist einer meiner Regeln. Also gut. Dann lassen Sie uns mal mit der Aussage fortfahren. Bitte sagen Sie uns, warum Sie wussten, dass der Mörder ein Mann war. Ja, euer Ehren. Ich habe es erst bemerkt, nachdem ich aufgewacht bin, aber... Zeugenaussage. Der Mörder. Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf dem Boden des Trainingsraums. Als ich in den Garten zurückkam, war dort alles völlig verändert. Die Behälter für die Waffeuer waren angezündet und die Leiche war verschwunden. Und der ganze Schnee um die Steinlaterne herum war auch säuberlich geräumt worden. Da die Person die ganze Arbeit allein gemacht hatte, dachte ich, es wäre ein Mann. Also dachte die Zeugin erst nach dem Verbrechen, dass der Mörder ein Mann war. Ja, das ist richtig. Tut mir leid, euer Ehren, ich... Sie müssen sich nicht entschuldigen. Sie sind völlig erschöpft, wie Godot sagte. Es ist ganz normal, dass Sie ein wenig durcheinander sind. Und auch, wenn man von der Situation ausgeht, die Sie beschrieben haben, ist die Annahme, dass der Täter ein Mann gewesen ist, nicht sehr weit hergeholt. Herr Wright, beginnen Sie mit Ihrem Kreuzverhör. Alles Klärchen. Der Mörder. Kreuzverhör. Los geht's. Moment mal. Du hast das Bewusstsein verloren, als du im Garten warst. Ist das richtig? Ja, ich denke, das geschah, als das Opfer erstochen wurde.
Nun, die Person, die dich in den inneren Tempel getragen hat? Das kann nur der Mörder gewesen sein. Das denke ich auch. Also hat der Mörder Mai in den inneren Tempel getragen. Moment mal. Natürlich muss es der Mörder gewesen sein, richtig? Ja, ich denke schon. Aber warum sollte sich der Mörder am Tatort zu schaffen machen? Da muss etwas gewesen sein, das der Mörder unbedingt verheimlichen wollte. Ich weiß es nicht. Sieht so aus, als hätte sie nicht genug Selbstvertrauen. Ich denke, ich sollte weitere Informationen sammeln, bevor ich sie erneut frage. Moment mal! Die Behälter für die Wachfeuer waren angezündet? Ja, dadurch habe ich erkannt, dass der Tatort verändert worden war. Ich würde sagen, der Mörder hat die Behälter angezündet. Ich meine, wer denn sonst? Die hat wohl der Mörder angezündet, sonst hätte er beim Aufräumen nichts gesehen. Wenn das stimmen sollte, gibt es eine Sache, die mich beschäftigt. Warum hat sich der Mörder die Mühe gemacht, die Leiche zu entfernen? Stimmt, ich wüsste nicht, welchen Vorteil das für den Mörder hätte bringen sollen. Die einzige Person, für die es von Vorteil gewesen wäre, war die einzige Person im inneren Tempel, also Maya. Na gut, lassen Sie uns mehr über den Zustand des Tatorts hören. Moment mal. Du sagst also, dass der Mörder den Schnee weggeräumt hat? Sah wirklich seltsam aus. Der Schnee wurde in einem unnatürlichen Rechteck um die Laterne herum weggeräumt. Beim inneren Tempel gibt es viele Schaufeln. Aber die sind richtig schwer. Viel zu schwer für mich. Wirklich ein komischer Kauz, dieser Mörder. Warum um alles in der Welt würde jemand den Schnee wegräumen? Nun, mir fällt dazu nur eins ein. Hattest du nicht gesagt, dass sie sehr viel Blut des Opfers auf den Schnee gespritzt war? Ja. Der Bereich, in dem ich zusammengebrochen bin, war völlig besudelt. Mit anderen Worten, der Mörder wollte den blutigen Schnee verbergen. Ich denke, das ist die plausibelste Erklärung. Vielleicht. Aber da ist etwas, das mir Kopfzerbrechen bereitet. Wenn der Mörder den Schnee mit dem Blut verbergen wollte, dann hätte er doch nicht so viel entfernen müssen. Das stimmt. Er hätte nur den blutigen Schnee fortschaufeln müssen. Sieht so aus, als steckt in irgendwelchen Rätsel hinter der ganzen Geschichte. Aber ich denke, dass das hier bei der Erklärung helfen wird. Moment mal. Du behauptest also, den Mörder zu keinem Zeitpunkt gesehen zu haben, richtig? Ja. Aber vorher hast du eindeutig gesagt, dass du einen Mann hinter dem Angreifer gesehen hast. Nick, tut mir leid. Der Mörder hat sich wirklich sehr viel Arbeit gemacht. Die Leiche per Pendel hinüberzuschwingen, den Tatort zu verändern. Aber aus welchem Grund? Warum das Ganze? Vielleicht weiß Maya mehr, als sie zugibt. So, jetzt gehen wir wieder auf die Aussage 2 zurück. Moment mal. Natürlich muss es der Mörder gewesen sein, richtig? Ja, ich denke schon. Aber warum sollte sich der Mörder am Tatort zu schaffen machen? Da muss etwas gewesen sein, das der Mörder unbedingt verheimlichen wollte. Die Wahrheit ist, ich habe etwas gespürt, als ich den Tatort sah. Wirklich? Ja, ich spürte, dass der Mörder die Beweise für mich mir zuliebe versteckt hat. Was? Für sie versteckt? Alle wussten, dass ich an jenem Abend die Einzige im inneren Tempel war. Wenn Schwester Bikini zurückgekommen wäre und in den Garten geblickt hätte, hätte sie vielleicht gedacht, dass du es gewesen bist. Nein, sie hätte es definitiv gedacht. Und sie sagen, dass der Mörder deshalb den Tatort aufgeräumt hat, als sei nichts gewesen? Ja, da bin ich mir sicher.
Nun, das ist sicherlich eine wichtige Information. Ich möchte, dass Sie sie Ihrer Aussage hinzufügen. Ja, Euer Ehren. Ich denke, der Mörder hat die Beweise des Ereignisses meinetwegen entfernt. Moment mal. Er hat es also deinetwegen getan? Nun, wären die Leiche und das Blut nicht entfernt worden, wäre ich sofort die Hauptverdächtige gewesen, richtig? Ja, ich denke, das stimmt. Ja, und wenn das passiert wäre, hätte die Leiche noch andere Probleme bereitet. Wäre ihre wahre Identität herausgekommen, dann wäre das schrecklich gewesen. Meisterin von Kurain, von eigener Tochter ermordet. Ich denke nicht, dass Maya das überstanden hätte. Aber trotzdem ist es sehr schwer, die Beweggründe des Mörders zu ergründen. Aus welchem Grund sollte er so viel auf sich nehmen, um sie zu beschützen? Okay. Also, ihretwegen soll der Mörder die Beweise vernichtet haben. Aber ein Beweis spricht irgendwie dagegen, dass das passiert ist. Es ist nämlich wieder die Steinlaterne. Ich wollte das sagen, aber eigentlich ist es Einspruch. Verdammt, Einspruch! Die Leiche von Elise Dirksen wurde zum Innenhof des Hasakura-Tempels gebracht. Und dann wurde im Garten, dem eigentlichen Tatort, der Schnee, der wohl voll Blut war, fortgeschaufelt und entsorgt. Man könnte meinen, alles wurde getan, um den wahren Tatort zu verbergen. Aber es gibt immer noch eine Sache, die irgendwie seltsam erscheint. Oh, und was könnte das sein? Das müssen Sie eigentlich bereits herausgefunden haben, Herr Godot. Es ist die mit Blut auf die Laterne geschriebene Nachricht. Auf der Steinlaterne steht deutlich lesbar: Maya. Ah! Wenn der Mörder Maya eigentlich vor Verdächtigungen schützen wollte, warum hat er dann nicht die Schrift von der Laterne entfernt? Oh, Sie haben recht. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Aber, Herr Wright, ist es nicht Tatsache, dass der Mörder den Tatort geheim halten wollte? In der Tat, aber es ergibt keinen Sinn, die Leiche und den Schnee zu entfernen. Aber nicht das, was am meisten belastend ist, die blutige Schrift. Einspruch. Aber wenn das der Fall ist, haben Sie dann eine Erklärung für das seltsame Verhalten des Mörders? Warum sollte der Mörder die Leiche und den ganzen Schnee entfernen, aber die blutige Schrift auf der Laterne lassen? Ich kenne die Pläne des Mörders nicht, aber es ist nun mal so, dass der Mörder die Schrift auf der Laterne zurückließ. Dafür muss es einen Grund geben. Also gut, Herr Wright, sagen Sie uns Ihre Meinung. Warum hat der Mörder die blutige Nachricht auf der Laterne gelassen? A. Der Mörder schrieb sie. B. Um Maya die Tat anzuhängen. C. Der Mörder bemerkte sie nicht. Die Antwort könnt ihr jetzt schon mal rausknobeln und die Lösung gibt's dann im nächsten Part. Bis dann.